In diesem Video erfahren Sie, wie Sie einen Energieförderantrag beim Land Vorarlberg einreichen, und zwar Schritt für Schritt. Hallo, mein Name ist Michael Braun. Ich leite den Fachbereich Energieberatung und Gebäudetechnik beim Energieinstitut Vorarlberg. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, eine Energieförderung beim Land Vorarlberg zu beantragen, ist es wichtig, sich einen Überblick über die Fördermöglichkeit zu verschaffen. Welche Systeme fördert denn das Land? Das Land fördert im Groben und Ganzen 4 verschiedene Systeme im Bereich der Energieförderung. Das sind zum einen die thermischen Solaranlagen, das sind zum anderen die Holzheizsysteme, sprich Stückholzheizung, Pelletsheizung, Hackschnitzelheizung und den Anschluss an ein Nahwärmesystem. Außerdem werden alle Arten der Wärmepumpe gefördert, sprich Sole-Wasserwärmepumpe, Grundwasserwärmepumpe und die Luftwärmepumpe. Und zu guter Letzt fördert das Land auch den Einsatz einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Bevor Sie die Förderung beantragen oder die Systeme einbauen und umsetzen, ist es ganz wichtig, sich mit den Fördervoraussetzungen zu beschäftigen. Was sind die Fördervoraussetzungen, die eingehalten werden müssen? Da gibt es zum einen die allgemeinen Fördervoraussetzungen. Der Förderwerber oder die Förderwerberin muss eine natürliche oder eine juristische Person sein. Die Maßnahme muss im Bundesland Vorarlberg durchgeführt werden. Wichtig zu wissen ist, dass die Förderung unabhängig vom Einkommen ist und es sich um einen nicht rückzahlbaren Einmalzuschuss handelt. Das heißt, Sie bekommen keinen Kredit, sondern bekommen das Geld nach Umsetzen der Maßnahme direkt überwiesen. Die Maßnahmen, für die Sie diese Energieförderung beantragen, dürfen ausschließlich für eine private Nutzung sein und es muss sich um einen Hauptwohnsitz handeln. Das heißt, wenn es sich um einen Betrieb handelt oder um eine Ferienwohnung, dann können über diese Förderung keine Maßnahmen gefördert werden. Und zu guter Letzt müssen Sie natürlich die verschiedensten technischen Kriterien einhalten. Welche das sind, finden Sie in den Förderbedingungen, beziehungsweise gibt es auch eine Datenbank, wo förderfähige Systeme hinterlegt sind. Diese zeigen wir Ihnen später. Ja, das ist die Frage, wie kommen Sie zur Förderung? Da gibt es verschiedene Schritte und diese Schritte gehen wir mit Ihnen gemeinsam durch. Schritt 1 ist, alle bau- und wasserrechtlichen Bewilligungen einzuholen. Welche können das sein? Beispielsweise bei einer Sole oder einer Grundwasserwärmepumpe brauchen Sie eine Genehmigung durch die Bezirkshauptmannschaft, um die Bohrung durchführen zu dürfen. Das heißt, Sie müssen diese Bohrung im Vorfeld bewilligen lassen. Wenn Sie eine Luftwärmepumpe beispielsweise einbauen, dann handelt es sich um eine sogenannte ortsfeste Maschine, die dazu geeignet ist, Ihre Nachbarn zu stören. Wenn das der Fall ist, dann brauchen Sie dafür eine Baubewilligung und diese Baubewilligung müssen Sie bei der Gemeinde beantragen. In einem zweiten Schritt empfiehlt es sich in der Regel, einen Energieausweis zu erstellen. Im Neubau brauchen Sie den ohnehin, wenn das Gebäude neu erstellt wird. Sie brauchen ihn auch im Bestandsgebäude, wenn es sich um einen Verkauf oder eine Vermietung handelt. Ganz oft macht es aber auch Sinn, außerhalb Verkauf und Vermietung trotzdem einen Energieausweis erstellen zu lassen, um einfach einen Status quo des bestehenden Gebäudes zu erhalten. In einem dritten Schritt empfiehlt es sich, Angebote von verschiedenen Firmen einzuholen. Ganz wichtig, geben Sie dort eine Rückmeldung den Firmen, dass es sich um eine Förderbeantragung handelt. Warum? Weil eben die Förderbedingungen bestimmte Kriterien festlegen, die die Systeme, die Luftwärmepumpe, die Solewärmepumpe, die Pelletheizung einhalten müssen. Und nicht alle Systeme, nicht alle Heizungssysteme, die angeboten werden, automatisch diese Bedingungen einhalten. Deswegen wichtig, geben Sie den Hinweis an Ihren Installateur, an Ihren Installationsbetrieb, dass es sich um eine Fördereinreichung handelt, dann können diese im Umkehrschluss schon gleich nur Produkte anbieten, die die Förderbedingungen noch einhalten. Ja, und dann erfolgt auch schon die Umsetzung. Dann erfolgt die Installation der Anlage und die Inbetriebnahme der Anlage. Das wird durch den Installationsbetrieb durchgeführt und dieser muss dann anschließend auch bestätigen, dass die Installation fach- und sachgerecht durchgeführt wurde und dass der Betreiber, die Betreiberin auch eingewiesen und eingeschult wurde auf die Anlage. Wenn Sie das alles erledigt haben, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Förderantrag einzureichen. Diesen finden Sie unter dem eingeblendeten Link. Dort laden Sie den Förderantrag herunter, füllen ihn vollständig aus und unterschreiben ihn. Wichtig, Sie müssen diesen Förderantrag spätestens 6 Monate nach Inbetriebnahme einreichen, damit Sie die Förderung gewährt bekommen. Aber wie kommen wir zur Förderung? Dafür brauchen wir einen Bildschirm. Alle für die Beantragung der Energieförderung notwendigen Unterlagen, wie den Antrag und Links, finden Sie auf der Homepage des Landes. Diese sehen Sie hinter mir. Auf dieser Seite sehen Sie die Überblicksseite für die Energieförderung des Landes Vorarlberg. Wenn Sie dort etwas hinunterscrollen, kommt eine Übersicht über verschiedene Links. Was es mit denen auf sich hat, erkläre ich Ihnen im Anschluss. Noch ein Stück weiter runter finden Sie Kontaktdaten des Landes an dieser Stelle, wo Sie auch Anfragen direkt an das Land stellen können, an die Energieförderabteilung stellen können. Und darunter sehen Sie die Übersicht verschiedener Downloads. Für Sie im ersten Schritt relevant ist der allererste Punkt,
der Förderungsantrag. Und den schauen wir uns jetzt im Detail an. Welche Punkte müssen Sie im Energieförderantrag ausfüllen? Zuallererst natürlich, welches Heizsystem oder welches System Sie gefördert bekommen möchten. Sie sehen, es gibt alle vier Auswahlmöglichkeiten von Solaranlage, Wärmepumpe, Holzheizung oder Lüftungsanlage. Das heißt, Sie können auf einem Antrag auch alle vier Systeme gleichzeitig beantragen, falls Sie vier Systeme hätten. Normalerweise haben Sie das nicht, aber eine Lüftung, Solarthermie und eine Heizung könnten Sie zum Beispiel auf einem Antrag gemeinsam beantragen. Im nächsten Block finden Sie dann die Angaben zur Antragstellerin, Anschrift, Name, Adresse. Ich denke, das ist soweit selbsterklärend. Im zweiten Block finden Sie dann die Objektadresse der Bauliegenschaft. Das kann ja beispielsweise abweichen, wenn es ein Gebäude ist, in dem Sie nicht direkt selber wohnen. Auch dort, denke ich, ist relativ klar die Anschrift, die Sie angeben müssen, ob es Eigentum oder Miete ist, ob es sich um Neubau oder Altbau handelt, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. Ich denke, diese Angaben sind insoweit klar. Sie müssen auch angeben, ob es eben eine Mischnutzung ist, das heißt Wohnen und Gewerbe gemischt. Da hängt es davon ab, in welchem Verhältnis diese Nutzungen zueinander stehen, ob das dann eben über diese Förderschiene gefördert wird oder über eine andere. Dann Angaben, wie viele Wohnungen insgesamt im Gebäude sind und wie die Flächen sich darstellen. Unscheinbar, aber ganz wichtig, die Angabe hier unten, wo Sie sehen, ob noch weitere Förderungen beantragt wurden, beispielsweise beim Bund und bei den Gemeinden. Grundsätzlich ist es so, dass Sie parallel zur Energieförderung beim Land, sowohl beim Bund als auch bei Ihrer Gemeinde, eine Förderung stellen können. Und zwar auch für dasselbe System. Das heißt, beispielsweise für einen Heizungstausch können Sie beim Land, beim Bund und bei der Gemeinde Förderungen beantragen. Die können also kumuliert werden. Allerdings ist es so, dass die Gesamtfördersumme natürlich nicht die Investitionskosten überschreiten darf. Und deswegen gibt es hier dieses Feld zum Ankreuzen, weil es dann im Nachgang kontrolliert wird. Etwas weiter auf der zweiten Seite finden Sie Angaben zum Heizwärmebedarf am Gebäudestandort. Das sind Angaben, die finden Sie im Energieausweis. Wenn kein Energieausweis vorliegt, weil es ein Bestandsgebäude ist und Sie auch keinen Energieausweis machen müssen, Sie das Gebäude also nicht verkaufen oder vermieten, dann können Sie dieses Angabenfeld auch leer lassen. Ja, unter Punkt 4, förderfähige Maßnahmen oder förderbare Maßnahmen, geht es dann um Detailangaben zu den Systemen. Dort finden Sie wieder diese vier Systeme, thermische Solaranlage, Heizsystem, Holzheizung, Nahwärme, Wärmepumpen oder Lüftungsanlagen. Dort müssen Sie jeweils ankreuzen, was für ein System Sie haben. Und Sie sehen hier bei den thermischen Solaranlagen gibt es drei verschiedene Anlagengrößen. Da hilft Ihnen dann der Installationsbetrieb weiter, welche Anlagengröße Sie haben, welchen Deckungsgrad beispielsweise die Anlage liefert. In Abhängigkeit vom Deckungsgrad unterscheiden sich die Förderhöhen. Und dann Angaben zum Hersteller, zum Typ und zur Fläche. Bei der Holzheizung im Prinzip ähnlich. Sie müssen angeben, handelt es sich um eine Pelletsheizung oder Stückholzheizung oder Hackschnitzelheizung. Auch wieder Hersteller und Typ. Und auch hier sehen Sie, die Angabe ist das Objekt im Einzugsgebiet eines Biomasse-Nahwärmenetzes. Das hat auch wieder mit den Förderkriterien zu tun, weil wenn Sie sich in so einem Anschlussgebiet befinden, so ist, dass Sie an die Biomasse-Nahwärme anschließen müssen, wenn Sie die Förderung erhalten möchten. Ja, unter 4.3 die Angaben zu Wärmepumpen. Sie können sich schon vorstellen, was dort abgefragt wird. A, der Wärmepumpentyp, handelt es sich um eine Erdsondenanlage, um eine Luftwärmepumpen. Welcher Hersteller ist denn verbaut, was ist die Leistung? Und auch dort wieder die Abfrage, ob das System sich in einem Nahwärmenetz befindet. Und als letzten Punkt, unter 4.4, der Type einer Lüftungsanlage, falls Sie eine Lüftungsanlage beantragen. Wenn es sich um ein Bestandsgebäude handelt, was es in der Regel ja tut beim Heizungstausch, dann müssen Sie noch angeben, welche Art des Heizungssystems im jetzigen Gebäude verbaut ist. Also handelt es sich um eine Holzheizung, handelt es sich um eine Öl- oder Gasheizung und ob dieses Heizsystem entfernt wurde. Und als letzten Schritt unter Punkt 6 sind dann noch die Bankdaten anzugeben, damit das Land auch weiß, wohin das Geld überwiesen werden soll. Ja, und dann natürlich nicht vergessen, das Ganze noch zu unterzeichnen, weil nur dann der Antrag auch gültig ist. Das sind eigentlich die Kernseiten des Antrags. Ganz wichtig aber auch die Seite 3 des Antrags. Und die schauen wir uns jetzt an, weil die Seite 3 ist wie eine Art Leitfaden der wichtigsten Dokumente, die Sie mit dem Antrag einreichen müssen. Und wenn Sie diese Seite Stück für Stück durchgehen,
kann es Ihnen de facto eigentlich auch nicht passieren, dass Sie irgendwelche Antragsunterlagen vergessen. Sie sehen nämlich, es gibt eine ganze Liste an Bestätigungen des Installateurs, die er einreichen muss. Das heißt, wenn man diese Liste von oben bis unten durchgeht, hat man automatisch alle wichtigen Angaben getroffen. Zum Beispiel die Angabe Nummer 1, dass der Installateur oder der Installationsbetrieb die sachgemäße Installation und Inbetriebnahme bestätigt. Beim Punkt 2 bestätigt der Installateur oder der Installationsbetrieb, dass es eine Einweisung des Anlagenbetreibers, also von Ihnen, gegeben hat. Das heißt, Sie sich mit der Funktion und der Betriebsweise der Heizungsanlage oder generell der Anlage, es kann ja auch eine Solarthermie oder eine Lüftungsanlage sein, sich auskennen. Beim dritten Punkt wird bestätigt, dass die Anlage in der Liste der förderfähigen Anlagen zu finden ist. Was man darin sieht und wo diese Links genau sind, zeigen wir Ihnen gleich im Anschluss. Handelt es sich um eine Luftwärmepumpe, muss der Installationsbetrieb des Weiteren bestätigen, dass die maximale Schallleistung einen gewissen Wert unterschreitet, das heißt die Anlage diese Grenzwerte einhält von der Schallbelastung. Da gibt es zwei verschiedene Varianten, einmal die freie Aufstellung, ein Grenzwert für die freie Aufstellung und einmal ein Grenzwert, wenn beispielsweise eine Schallschutzhaube verwendet wird. Ja, dann kommt ein großer Block, da sehen Sie, das sieht sehr ähnlich aus. Da wird je nach Anlagentyp bestätigt, wie hoch die förderfähigen Kosten sind. Die sind hier dezidiert aufgeführt. Beispielsweise bei einer solarthermischen Anlage ist der Kollektor, der Solarspeicher, die Verrohrung förderfähig, die Regelung, anteiligen Elektroinstallationen, die Spenglerarbeiten und die anteiligen Planungen. Und so finden Sie System für System aufgeführt, welche Kosten förderfähig sind. Und den Stationsbetrieb muss dann hier hinten einfüllen, wie hoch diese Kosten waren. Ganz wichtig auch dieser Absatz hier unten, bei dem aufgeführt ist, was die nicht förderfähigen Kosten sind. Auch das ganz relevant. Beispielsweise werden die Wärmeabgabesysteme im Gebäude, sprich die Fußbodenheizung, Heizkörper, Radiatoren, nicht gefördert, genauso wenig wie Einzelraumregelungen oder Thermostatventile. Das heißt, wenn diese Seite beachtet wird, kann eigentlich schon fast nichts mehr schiefgehen. Wir sehen, der Installationsbetrieb muss das dann mit Unterschrift, Datum und Stempel bestätigen. Ganz unten auf dieser Seite finden Sie unter Punkt 8 die Unterlagen, die für Sie relevant sind, die Sie beim Förderantrag mit einreichen müssen. Das kann sein ein Energieausweis oder ein Energieberatungsprotokoll. Wichtig vor allem die Schlussrechnung und die Zahlungsbelege, die müssen Sie einreichen, damit Ihnen die Förderung überwiesen werden kann und auch die Kosten kontrolliert werden können. Wenn es sich um ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben handelt, müssen Sie auch die Baubewilligung mit einreichen. Und ganz wichtig noch bei der Raus aus Öl- und Gasförderung des Bundes, wenn Sie diese beantragt haben, müssen Sie auch die Förderzusage mit einreichen, damit eben eine Doppelförderung ausgeschlossen ist. Die anderen Punkte, die Sie zwischendrin sehen, klärt in der Regel der Installationsbetrieb mit Ihnen, beziehungsweise wenn Sie einen Kachelofen einbauen, kommen diese Daten natürlich vom Kachelofenbauer. Das war's schon. Auf der vierten Seite des Antragsformulars ist dann noch die übliche Datenschutzerklärung. Vielmehr ist das Antragsformular gar nicht. Im Antragsformular selber, haben Sie gesehen, gibt es Bestätigungen, dass Anlagen Kriterien erfüllen oder Anlagen gelistet sind. Wo finden Sie diese Listung? Auf der Homepage vom Land Vorarlberg und das zeigen wir Ihnen jetzt. Sie kennen diese Ansicht schon, müssen Sie etwas runterscrollen und dann kommt eine ganze Liste an verschiedenen Links. Das sind diese hier. Und wenn Sie da auf eine draufklicken, klicken wir mal auf die Wärmepumpe Sole Wasser, werden Sie weitergeleitet auf eine Datenbank, die sogenannte DET-GET-Datenbank. Und in dieser Datenbank ist vor allem eines ganz wichtig, dass Sie hier oben schauen, ob da dran steht Vorarlberger Energieförderung. Diese Datenbank gibt es nämlich auch für den Bund und diese Datenbank gibt es auch unabhängig von irgendwelchen Fördersystemen. Die schaut jeweils gleich aus, es sind aber unterschiedliche Anlagen hinterlegt, nämlich immer nur die Anlagen, die den jeweiligen Förderkriterien entsprechen. Also bei der Bundesförderung die Kriterien der Bundesförderung, bei der Landesförderung die Kriterien der Landesförderung einhalten. Und jetzt sehen Sie eine ganze Auflistung verschiedenster Heizsysteme, in dem Fall jetzt Wärmepumpen, die eben genau die Kriterien des Landes einhalten. Das heißt, wenn Sie eine dieser Systeme verwenden oder Ihr Installationsbetrieb eines dieser Systeme verwendet, ist damit gewährleistet, dass diese technischen Anforderungen und Kriterien eingehalten sind. Sie haben jetzt alle notwendigen Angaben für den Antrag, reichen diesen ein und was passiert danach? Unter Umständen werden Sie ausgewählt für die Qualitätssicherung zur Energieförderung. Dann werden Sie vom Land kontaktiert, dass jemand vor Ort kommt und sich die Anlage vor Ort anschaut. Dort wird kontrolliert, ob Sie tatsächlich die Anlage auch bekommen haben, die Sie bestellt haben, ob die Anlage den Angaben im Förderantrag entspricht
und ob auch alle Qualitätskriterien eingehalten werden. Was gibt es noch zu beachten? Es gibt noch ein paar Tipps und Tricks beim Förderantrag, die Ihnen das Leben unter Umständen etwas leichter machen können bzw. vermeiden können, dass Sie in die eine oder andere Falle hineintappen. Ein Tipp ist, den Antrag bereits vor der Beauftragung, vor der Umsetzung bei der Förderabwicklungsstelle einzureichen bzw. die Förderabwicklungsstelle beim Land Vorarlberg vor der Umsetzung zu kontaktieren. Warum ist das hilfreich? Das ist beispielsweise deswegen hilfreich, weil Sie dann im Vorfeld abklären können, ob zum Beispiel das Gerät, das Sie verwenden möchten, auch tatsächlich den Förderbedingungen entspricht. Es kann ja sein, Sie haben versehentlich die falsche Datenbank ausgewählt, sind in der Zeile verrutscht, ein falsches Gerät gewählt, was auch immer. Und so kann eben im Vorfeld abgeklärt werden, ob das Gerät den Förderbedingungen entspricht und Sie nicht im Nachgang dann eine böse Überraschung erleben, dass es keine Förderung gibt. Auch kann das Land im Vorfeld die Rahmenbedingungen abklären. Beispielsweise handelt es sich um einen Hauptwohnsitz oder ist eine private Nutzung. Auch das sind immer wieder mal Punkte, die vielleicht übersehen werden. Dann stelle ich den Antrag und bin vielleicht enttäuscht, weil ich die Förderung nicht bekomme. Und auch Auslegungsfragen können im Vorfeld abgeklärt werden. Grundlegende Auslegungsfragen, wie beispielsweise Sonderfälle, die vielleicht in den Förderbedingungen nicht im letzten Detail ausformuliert sind oder irgendeine Sondersituation, die eben bei Ihnen auftritt, für die Sie nicht eine konkrete Lösung im Antrag finden, können Sie im Vorfeld mit dem Land abklären. Die helfen Ihnen da sehr gerne weiter. Ein weiterer Tipp ist, Fehler zu vermeiden, die sehr teuer werden können. Ein ganz typischer Fehler oder ein ganz kritischer Fehler ist beispielsweise, die Wärmemengenzähler bei den Wärmepumpen zu vergessen, beziehungsweise auch die Wärmemengenzähler bei den Solaranlagen zu vergessen. Ein nicht eingebauter Wärmemengenzähler gilt nämlich im Rahmen der Förderung als schwerer Mangel und ein schwerer Mangel führt zum sofortigen Förderverlust. Deswegen ganz wichtig, denken Sie daran, die Wärmemengenzähler gemäß den Förderungen einzubauen oder weisen Sie Ihren Installationsbetrieb auch nochmals darauf hin. Grundlegend sollten Sie das wissen, also die Installationsbetriebe, aber ein Hinweis mehr schadet ja nicht. Eine weitere Stolperfalle, die Sie vermeiden können, ist, dass Sie an eine Biomasse Nahwärme anschließen können, das aber nicht tun. Was bedeutet das im Sinne der Förderung? Die Förderung hat einen Vorrang für Biomasse Nahwärme. Das heißt, wenn Sie im Einzugsgebiet eines solchen Biomasse Nahwärmenetzes liegen, bekommen Sie nur dann eine Förderung, wenn Sie an dieses anschließen. Ausgenommen ist beispielsweise, wenn irgendwelche technischen Kriterien dagegen sprechen oder der Anlagenbetreiber Sie nicht anschließen kann, weil das Netz vielleicht ausgelastet ist. Klären Sie das bitte frühzeitig ab, fragen Sie das auch in der Energieberatung. Da werden Ihnen diese Randbedingungen erklärt, in welchen Fällen Sie an die Biomasse anschließen müssen, um die Förderung zu erhalten und in welchen Fällen nicht. Ein weiteres Kriterium ist die Baubewilligung. Nur Heizsysteme, die älter sind als 10 Jahre, werden in der Regel gefördert. Es gibt eine Ausnahme, wenn Sie beispielsweise an Biomasse-Nahwärme anschließen, kann das Heizsystem auch jünger als 10 Jahre sein, aber grundlegend gilt bei allen Kriterien ein Alter von 10 Jahren, damit Sie eine Förderung bekommen. 10 Jahre ist auch das Stichwort, um eine neue Förderung ansuchen zu können. Das heißt, wenn Sie Ihr bestehendes System schon mit einer Förderung gebaut haben, dann können Sie frühestens nach 10 Jahren eine Wiederförderung beantragen. Das heißt, nach 10 Jahren haben Sie dann die Chance, das System auszutauschen gegen ein neues und bekommen es wieder gefördert. Würden Sie früher eine Förderung ansuchen, dann würden Sie pro Jahr 10% Abschlag bekommen. Ja, ich hoffe, dass wir Ihnen zeigen konnten, wie einfach die Einreichung des Energieförderantrags ist. Wenn Sie dennoch Fragen haben, helfen wir Ihnen von der Energieberatung oder natürlich auch das Land Vorarlberg bei Fragen und der Einreichung sehr gerne weiter. Viel Erfolg bei der Einreichung Ihres Förderantrags, Ihr Energieinstitut Vorarlberg.